und das Verständnis von Al-Ulu, die Hoheit, Al-Fawqiyya, nämlich über sein, und Al-Istiwa, sich erheben, und Al-Ma'iyya, zusammen mit. Das alles ist äußerst wichtig. Wenn diese Schlüsselbegriffe verstanden werden, dann wird es also nicht wie bei Al-Mubtadi'a diese Widersprüche kommen, wenn über Al-Fawqiyya gesprochen wird oder über Al-Ulu gesprochen wird oder über Al-Istiwa. Das alles sind Begriffe, die in Al-Quran, in der Sunna vorzufinden und die auch von den Propheten auch erklärt wurden, auch von den Sahaba radiallahu anhum, aber auch von den Rechtsgelehrten, die auf der Fußstapfen der rechtschaffenen Vorfahren gefolgt sind, haben von Anfang bis zur heutigen Zeit immer eine und dieselbe Aqida eigentlich vertreten, inklusive der vier Rechtsschulen Al-Madahim, Al-Ma'rufa, die bekannt sind. Das muss man dick unterstreichen und darf nicht in Vergessenheit geraten. Gerade die Mubtadi'a, die sich hinter den Rechtsschulen verstecken und sich mit den Rechtsschulen gleiten, aber im Grunde, was Al-Aqida anbetrifft, lügen sie über die eigentlich Al-Imame. Die bekannten Imame noch einmal, Imam Abu Hanifa, rahimahullah, Imam Malik, rahimahullah, Imam Shafi'i, rahimahullah, und Imam Ahmed, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Diese vier Imame gab es, was Al-Aqida, was in den Grundbegriffen, was in den Fundamenten dieser Religion, keine Widersprüche und schon gar nicht in Al-Asma' was-Sifat. Vielleicht gab es mal da und dort einige Missverständnisse für bestimmten Imam, aber was Al-Aqida von Asma al-Sifat gibt es keine Widersprüche und es gibt Aussagen von diesem Imam. Für uns ist wichtig, dass einfach diese Begriffe zu verstehen, natürlich gebunden an Adilla, an Beweisen. Diese Beweise sind ohne Zweifel im Koran zu finden und in der Sunna des Propheten aufzufinden. Fangen wir an, inshallah, weil das etwas lang ist, die Bedeutung von Al-Ulu, Hoheit und Al-Fawqiyya, über sein. Allah subhanahu wa ta'ala, haben wir auch heute und gestern gehört, ist der Hohe über seine Schöpfung. Mit seinem Wesen und seinen Eigenschaften. Wenn ihr euch daran erinnert, haben wir gesagt, es gibt also Wesenseigenschaften, Wesens der Handlungen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist allgegenwärtig mit seinem Wissen und seiner Macht. Aber wir haben auch gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala Transzendenz über seine Schöpfung, getrennt von seiner Schöpfung, nicht in der Schöpfung drin. Hier wird auch von Anfang an mit seinem Wesen und seinen Eigenschaften, denn er, der Erhabene, sagt, wa huwa al-aliyyul al-azim. Hier kommt das Wort al-ali. Und im Deutschen übersetzt, und er ist der Hohe, der Gewaltige. Wa huwa al-aliyyul al-azim. Ja, und wenn ihr euch die Verse nicht aufschreiben könnt, dann zumindest die Zahlen, steht immer neben dran, das Surah 2, Vers 255, wenn es etwas zu schnell geht. Wir Muslimen allgemein, besonders Ahl Sunnah wal Jama'ah, unterstreichen, Ahl Sunnah wal Jama'ah, die nach dem Verständnis von Propheten das Verständnis von Propheten umsetzen, glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Erhabene, der Hohe über seine Schöpfung ist. Das lassen wir so stehen. Er ist über seine Schöpfung mit seinem Wesen und mit seinen Eigenschaften. Wir bestätigen den Vers, was wir vorhin gehört haben. So stimmt die Umma, also die Gemeinde oder die Nation, darin überein, seien es die Sunniten oder die Mubtadi'a.
Mubtadi'a, die eine andere Aqida, Dogma vertreten. Andere, das sind nicht Meinungsverschiedenheit. Das sind Abweicher von einem Sunna und Jama'a. Abweicher vom geraden Weg, das Verständnis von Propheten und Islam. Unterschiedliche Meinungsverschiedenheit sprechen wir, wenn die Adilla, die Beweise, was ein Fett in Ibadat oder ein Fett in den Zweigen, nicht in den Fundament, in den Zweigen, verschiedene Meinungen oder verschiedene Sichten oder verschiedene Verständnisse aus diesen Adilla-Beweisen entnommen werden, dann sprechen wir von Meinungsverschiedenheiten, die sowohl das eine auch das andere sein kann. Aber nicht Meinungsverschiedenheiten, wie zum Beispiel einer sagt, das ist halal und andere sagt haram. Ja? Aber in Al-Aqida darf es keine Meinungsverschiedenheit geben. Schon gar nicht im Kern der Sache. In einem treffen sie sich, sie sagen, dass seine Eigenschaften die hohe, die höchsten sind. Seine Eigenschaften sind die höchsten Eigenschaften und niemand kann sich mit ihm messen. Mit ihm Allah subhanahu wa ta'ala messen. Was jedoch das hohe Sein? Was ist hohe Sein? Was haben wir gesagt, was das ist? Fauqiyya. Ja. Mit seinem Wesen anbetrifft. Jetzt sprechen wir spezifisch mit seinem Wesen an. So ist dies der Streitpunkt und der Auseinandersetzung. Hier gibt es klare Grenzen. Die Mubtadi'a haben ein anderes Dogma und Theorie. Ahl Sunnah und Jama'a sind festgebunden an den Adilla, an den Beweisen. Zwischen der unterschiedlichen Gruppierung dieser Ummah. Ahl Sunnah und Jama'a, die sunnitische Gemeinschaft, sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Hohe mit seinem Wesen ist, so wie er auch der Hohe mit seinen Eigenschaften ist. Beides, Wesen und Eigenschaften, ist Allah subhanahu wa ta'ala der Hohe, Al-Ulu. Und die Erneuerer, die Al-Mubtadi'a, teilen sich diesbezüglich in zwei Gruppen. Der eine Teil sagt, dass er überall, an jedem Ort ist, und mit seinem Wesen überall ist. Al-Hululiyya. Ja? Die sagen das. Bist du in der Moschee, ist Allah auch in der Moschee. Ist er in der Moschee, also Allah. Bist du, wal'iyadu billah, im WC, ist Allah auch dort. Weil sie sagen, Allah ist überall. Bis sogar einige gesagt haben, dass mein Kleid auch Allah ist. Mit seinem Wesen. Der andere Teil sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit oben oder unten beschrieben wird. Er ist nicht oben, er ist nicht unten, er ist nicht verbunden, er ist nicht im Universum, er ist aber auch nicht da drin und nicht außerhalb. Diese Al-Mubtadi'a gibt es heute noch. Sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht oben, ist nicht unten, ist nicht vor dir, nicht hinter dir, ist nicht im Universum und ist nicht außerhalb. Das heißt, wo ist Allah? Nach ihrem Verständnis beschreiben sie ihn nirgendwo. Sie bestätigen Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Aussage nirgendwo. Sogar die Rechtsgelehrten haben gesagt, der Sprachwissenschaft, eine Nichts. Wenn man eine nicht beschreiben will oder sollte, so könnte man es nicht besser beschreiben als so. Wenn man jetzt eine nichts beschreiben will, ja, dann sagst du, er ist weder oben noch unten noch vorne noch hinten noch rechts noch links noch innen drin noch außerhalb. Wo ist Allah? Allah weiß. Bei denen ich weiß nicht, wo er weiß. Nirgendwo. Zusammenfassend gesagt, teilt sich die Umma. Ja? Und bitte ein bisschen aufmerksam, das sind jetzt so ein paar Sachen, die man zumindest versuchen zu begreifen. Denn wenn man in Anbetracht dessen, dass so viele Gruppierungen unterwegs sind, dass man auch versteht, in welche Richtung sie gehen wollen, mit
mit dem ersten Satz, zweiten Satz weiß man gut, was sie dann damit meinen. Zusammenfassend gesagt, teilt sich die Umma, was die Transzendenz des Wesens Allah subhanahu wa ta'ala, was an, yani Ulu Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Eigenschaften, die Sifatim, betrifft in drei Gruppen. Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sie bestätigen die Transzendenz des Wesens Allah azza wa jalla. Sie bestätigen